aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock. Präsentiert von der Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH und der Glöde Spezialgerüstbau GmbH. Bei mir jetzt zu unserer Rubrik drei Fragen an Johannes Brinkies. Pommes, wie sieht's aus? Wie läuft das Trainingslager aus deiner Sicht? Läuft gut, läuft super. Gut, heute ist ein bisschen bewölkt, kann ein bisschen sonniger sein, ein bisschen wärmer sein, aber sonst alles gut. Wie ist die Zusammenarbeit mit Andreas Reinke? Ist ja jetzt seit dieser Saison ein neuer Torwarttrainer für dich? Ja, also nicht der erste Torwarttrainer. Ich glaube, es wird auch der letzte sein, aber die Zusammenarbeit läuft richtig gut. Also macht Spaß mit Andi, bringt neue Sachen ein, die wir so noch nicht kannten und gibt natürlich viel Erfahrung weiter, die er hat. Macht Spaß mit ihm. Okay, letzte Frage nochmal ein Wort vielleicht zu unseren Fans. Wir hatten 200 T-Shirts dabei, die wir alle samt verschenkt haben. Okay. Und ich habe weitere Anfragen bekommen. Das heißt, es sind bestimmt 250 Fans hier. Was sagst du dazu, dass unsere Fans so reisefreudig sind? Oh, das ist sehr beeindruckend. Also im Trainingslager eine Woche weit weg von Deutschland zu sein und da sind so viele Fans dabei. Muss man echt einen Hut vorziehen und die sind jedes Mal hier und schauen sich an, was wir machen hier. Macht auch nicht jeder, investieren sehr viel Geld, sehr viel Zeit da rein in die ganze Geschichte. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Alles klar, danke. Wir wollten ihm noch einmal zum Man of the Match gratulieren. Der hat gelb das Spiel gewonnen. Nicht. Danke, Pommes. Ja. Danke, Pommes. Danke, Pommes. Danke. Danke, Pommes. Danke. Kein Problem. Danke. Vielen Dank. Danke, Pommes. Es kann nur eingehen.